Und jetzt ist die Wäschespezialistin bei uns. Herzlich willkommen, liebe Heike Riha. Wir haben gerade schon unter die Sommerdecken geguckt. Mhm. Und was ziehen wir da drunter? Ich meine, auch die Nachtwäsche ist ja ein wichtiger Teil für das Wohlbefinden in der Nacht. Und da gibt es so die klassischen Materialien eigentlich, plus ein paar Extras, die du uns jetzt erzählen wirst. Ja. Also Baumwolle ist so das Basismaterial, oder? Das stimmt. Was kann also, Baumwolle im Bett? Also Baumwolle kann ganz viel im Bett und hat eigentlich alle Eigenschaften, die uns zu einer geruhsamen Nacht verhelfen. Mhm. Es ist erstens sehr feuchtigkeitsaufnehmend. Wir haben ja schon gehört, man schwitzt ja nachts auch doch einiges. Mhm. Und die Faser nimmt es schön auf. Es ist weich, es ist pflegeleicht. Und was viele schätzen, es ist eine hundertprozentige Naturfaser. Mhm. Deswegen auch vor allem für Allergiker gern zu nehmen, weil es einfach super angenehm ist und auch gut fürs neutrale Hautklima dann ist. Und es kann ja auch süß aussehen. Wir haben hier zum Beispiel Marceline in frechen Früchtchen. Also das ist jetzt gerade auch so ein bisschen ein Trend, Nachtwäsche mit Früchtchen drauf. Ja, einfach ein bisschen was Buntes, dass man einfach so ein bisschen gute Laune-Prinz mit dazu kombiniert. Und wenn man das sieht, da sieht man doch nicht, dass es einfach nur ein Baumwollhemdchen ist. Absolut. Und wer es lieber als Kombi will mit Hemd und Hose, kann das auch als Schlafanzug. Ist natürlich, gibt es zwei Fraktionen. Die einen, die lieben Nachthemdchen und die anderen lieben Pyjamas. Und beides ist okay. Beides ist möglich. Ja. Und auch für den Sommer offensichtlich gemacht. So, jetzt kommen wir in den Bereich Viskose modal. Genau. Was kann dieses Material? Ja, also ist natürlich auch sehr, sehr gut geeignet für Nachtwäsche, vor allem dann im Sommer. Es ist wirklich auch noch mal sehr atmungsaktiv, nimmt auch viel Feuchtigkeit auf. Mhm. Aber wir sehen es jetzt bei Celine. Modal wirkt gleich viel edler. Also man sieht den Kleidungsstücken nicht gleich an, dass es sich um Nachtwäsche handelt. Ja. Also viele Männer ziehen ja einfach ihre Schlafanzughose dann mal schnell zum Rasenmähen an oder zum Brötchen holen morgens. Okay. Also es sind ganz weiche, fließende Materialien. Ja. Also wenn man es eher edel schick möchte und einfach so das Gefühl hat, ach, das umspielt so meinen Körper nachts und egal in welche Richtung ich mich drehe, ist man modal super angenehm aufgehoben und es ist halt elastisch einfach. Und trotzdem waschbar und... Ja, trotzdem sehr, sehr pflegeleicht und auch sehr formstabil. Und es sieht einfach auf der Oberfläche sehr schön aus. Und es ist ein bisschen angenehmer. Wir sehen es auch hier, wenn man so eine Hose anfasst. Es ist einfach ein wunderschönes, weiches Material. Also wenn es den Körper so umspielt, ist noch mal ein bisschen wie so eine veredelte Baumwolle fühlt sich eigentlich erstmal an. Deswegen greifen da wirklich auch sehr viele dazu. Okay, das ist modal. Und Luxus pur ist natürlich Seide. Ja, ja, ist also, so, oder? Absolut. Also die Anschaffung wird ja immer gefragt, lohnt sich eine Anschaffung mit teurer Seide? Ja, es lohnt sich. Es ist ein sehr luxuriöses Gefühl auf der Haut. Seide kann aber auch natürlich viel. Es ist ja auch eine Naturfaser und sie hat so eine eingearbeitete, so ein eingearbeitetes Klimagerät. Also im Sommer kühlt es und im Winter wärmt die Seide. Aha. Und das Schöne ist, man sieht es den feinen Stoffen nicht an. Die sind sehr, sehr feuchtigkeitsaufnehmend. Mhm. Und was bei Seide ist, man spürt es nicht, diese Feuchtigkeit. Mhm. Es fühlt sich nicht klamm an, wenn es dann einfach schon mal ein bisschen feucht ist. Wunderbar. Ein tolles Material. Und auch, also es muss nicht nur Uni in Champagner und Schwarz sein, sondern wie man hier sieht, gibt es das auch inzwischen für die Nachtwäsche in schönen Prints. Stimmt. Ne? Und Seide ist natürlich bekannt auch für die Farbbrillanz. Also solche schönen Designs kriegt man eigentlich nur in Seide hin. Ja. Also wer es luxuriös mag und sich selber wirklich noch mal ein tolles Schlafgefühl verpassen will, der greift zur Seide. Zur Seide. Und wofür würdest du die Männer gewinnen wollen? Wo greifen die zu? Ja, bei den Männern ist so, die greifen gern auf Altbewährtes zurück. Ja. Gerne unifarbene T-Shirts kombiniert mit Streifenhosen, gerne in Marine, hellblau, grau, weiß sind ja die typischen Farben. Leider nichts Neues mit dabei, aber es ist einfach das, was unsere Männer begeistert. Ja, wenn sie es wollen, das können wir über uns drauf reden. Wir sind ja auch ein bisschen aufgeschlossen. Ja, genau. Was ich aber sehr süß finde, ist so Frotte ist back. Und das ist so eine Kindheitserinnerung. Ja. Früher Badewanne, Schlafanzug anziehen und dann irgendwie, was weiß ich, einer wird gewinnen oder am laufenden Band oder Wetten, das gucken. Du sagst es, es ist wirklich ein Revival von dem schönen Frottestoff. Ja. Er kann wahnsinnig viel. Wir haben ja auch doch viele Frauen und auch Männer, die nachts einfach auch gerne ein bisschen frösteln. Mhm. Und da, Celine trägt es jetzt auch nochmal in einem ganz tollen sportlichen Hoodie-Kleidchen. Und Frotte kann natürlich was. Es hält wahnsinnig warm und es gibt nichts Schöneres nach der Dusche. Einfach in so ein schönes Frotteteil rein und dann die Feuchtigkeit wird auch schön aufgenommen. Okay, also Frotte ist auch noch ein Trend für alle, die es ein bisschen kuscheliger wollen. Ich habe mich gefragt, wie ihr auf das Thema gekommen seid, aber war mir das noch egal. Ist halt glücklich? Nee, nicht so ganz.
Wenn ich fit wäre, wäre ich richtig glücklich. Ich bin so semi-glücklich heute. Ein bisschen glücklich. Ich glaube, ich habe meine Achseln nicht rasiert, Chat. Weiß es gerade nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute mir in meine Achsel hier reinstarren wegen dem T-Shirt. Oh, sieht gut aus. Doch rasiert vor ein paar Tagen. Weil mich niemand daran erinnert. Wer hat ihn geschaut, ehrlich? Montara. Rompong. Wer hat ihn geschaut? Next Station. Rompong. Ist absichtlich das Setting eingestellt? Ja. Switch. Hab ich geswitcht? Erstmal. Der Detektiv. Warte mal, bist du nicht im Urlaub? Musst du nicht hier am Strand liegen? Und hier, Caipirinha oder Pina Colada schlürfen? Was machst du hier? Was machst du hier? Dass die Bahnstrecke in Bangkok immer schlechter wird. Also vom Bäcker? Von den Gleisen her. Ich muss noch einen Wackel machen. Richtige wilde Mausfahrt hier. Reicht die Arme in die Luft. Oh, Stefan, was geht? Moin Panda. Moin Para. Grüß euch. Attention. Attention. Diese Ansage ist eigentlich auch ein Grund, warum ich Bahn nicht fahre. Wenn ich mich so abfuckt. Ich kann die nicht mehr hören, ich schon seit Jahren. Wollen wir die das Wort N-O-T, Nat. Komisch, hoch betont. Nerd. Achtet mal drauf bei den nächsten Halt, wenn wir kurz vor losfahren. Bisschen ausrasten. Schreck auf Puls. Wenn ich morgens früh mit der Arbeit fahren müsste mit der Bahn und jeden Morgen mir die Frau da. Ich hoffe, genau. Achso. Sagt die, glaube ich, erst, wenn wir angehalten haben. Achtet man auch. Dann sagt die das Wort Nerd. Boah. Der Gänsehaut auf dem Rücken. Gab es nicht vorher erst kurz im Zug gefahren im Fall? Echt? Aber nicht in Bangkok. Nicht mit der BTS. Moin, Ave. Da ist Kopfhörer auf. Ja. Jetzt gerade nicht. Vielleicht kommt danach, ja. Bomber, das ist deine zweite Heimat hier, die Ecke. Banane einmal schön ausgestiegen. Nackt. Achso. Jetzt achte mal drauf. Ich hoffe, ich sage das jetzt. Jetzt oder gleich nächste Station oder so. Ich vorlese morgen Liedchen. Vorlesen gleich schon vor. Aufsagen. Und hört dieses Nut, das macht mich wahnsinnig. Aber jetzt gerade ging's. Dann sagt die das Wetterstation anders, oder was? Oder hören die zu? Haben das jetzt